Flugclub. Große Fortschritte in der Flugtechnologie ließen die Menschheit das wahre Potenzial des suborbitalen Flugs auf kommerzieller Basis erlangen. In dieser zukünftigen Welt kommt man in 2 Stunden von London nach Sydney für nur einen Teil der Kosten und jedes Land hat einen eigenen Flughafen. Begeistert dich die Idee, dass Grönland einen großen Flughafen bekommt? Oh ja, fucking Grönland. Alright, Neuraxwurm. Virus? Ja, letztes Mal haben wir auch Virus genommen, seh schon. Also nehmen wir ein Virus. Yo. Statische Übertragung wäre statische Rückentwicklung. Das macht mehr Sinn beim Virus. Und... Bonus-DNS auf jeden Fall. Mutationsbonus. Ja. Grenzüberschreitung. Ja. Widerstandsfähigkeit. Ja. Passt. Gut. Auf brutal. Und dann... VJ03. Willkommen beim Szenario Flugclub. Effiziente neue Flugtechnologien nutzen geringe suborbitale Gravitation, was den Flugverkehr noch effizienter macht. Jetzt hat jedes Land der Welt einen Flughafen, auch fucking Grönland. I like that. Startgebiet wählen. Deutschland. Bam. Und ab dafür. Direkt Luftübertragung rausgehauen. VJ3 befällt Deutschland. Gut. VJ3. Ja, Tippvirus-Krankheitstyp. Ist nicht so, als würde ich mich damit mit auskennen. 10 Punkte, okay. Die haben wir gleich. There you go, Wasser. Und dann 16 Punkte für Luft. Yo, yo, yo. Top-Notch Mine opens in Sweden. Ausschlagsymptom mutiert. Das werden wir jetzt natürlich direkt zurückentwickeln. Beam, bye. Damit wir möglichst lange unentdeckt bleiben. Arznei in Deutschland hemmt Infektion. Okay. Ist klar, aber nimm mal lang. Komm schon. 17 habe ich gesagt, ne? 16 oder 17. Ja, 16 ist glaube ich sogar schon ausreichend. There you go. Boom. Jetzt 18 für Wasser. Jo. Es könnte eine Weile dauern. Wir haben so wenig infizierte Zysten. Wollen wir nicht zurückentwickeln. Yes. Okay. Yes. Okay, was dauert lang? Na? VJ3 erreicht Polen. Oh. There you go. Hustensymptom mutiert, nicht cool. Zurückentwickeln und ab dafür. Gut, jetzt denke ich, dass sie wahrscheinlich auch noch andere Länder erreichen werden, sehr bald. Obwohl, wir haben erst 3 Identifizierte, aber ja, so sieht's aus. Es kann nur besser werden. Der Start ist ein bisschen schwierig, weil brutal. Ein bisschen schwierig ist anscheinend ein bisschen untertrieben. Und there you go. Jo. Hustensymptom mutiert. Nein, immer noch nicht. Ja. So kommen wir auf keinen grünen Zweig. Ah, oder vielleicht doch. Komm schon, ich will doch nur Wasser 2. Ist das so viel verlangt? Wahrscheinlich. Jo, das Weltmenü erhält nützliche Daten. Das ist toll. Düdüm, düdüm. Na? Come on, come on. Give me that. Übelkeitssymptom mutiert. Noch nicht. Noch nicht, mein Jung. Boah, dauert das lang. Das gibt doch im Lebekit 3 Sterne mehr jetzt. 15, komm, 1 Punkt. Ja, endlich. So, Vasor und 20 Punkte für den Schmu. Starkes Bio-Aerosol. Give me some starkes Bio-Aerosol. Das rockt nämlich die Bude auf jeden Fall. Wie man sieht. Also es ist ja noch nicht mal entwickelt, aber wie man sieht, könnte das die Bude rocken. Jo, anstecken als Tuberkulose. Great. Great. Wow, okay. Da haben wir es. Starkes Bio-Aerosol und dann erstmal auf die anderen Sachen gehen. Sprich Hitze- und Kälteresistenz. Vielleicht sogar nur 1 an der Stelle. Kälteresi 1. Blub, blub, blub. Ja, wir sind schon gut dabei, uns zu verteilen.
That works out. Komm her. Ansteckender als HIV. Das kostet die 12 Punkte. Ja, fehlt nicht mehr viel. Hustensymptom mutieren. Jetzt kannst du auch raushauen. Jetzt haben wir eh schon fast alles infiziert. Okay. Ja, fehlen nur noch 3 Länder. 2, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne, 3. Okay. Arzneimittelresistenz. Die Rocks sollen wir auch noch durch. Jo. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, hä? Did I mention that? Na komm. Ja. Reicht noch nicht für die Arzneimittelresistenz, weil die reichen Länder sind sehr schlecht infiziert, so. Kann nur besser werden. Wir haben alle Länder infiziert, das ist doch schon mal schön. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir richtig ansteckend werden. Und nicht so schnell absterben. Also jetzt Resi 2 auf jeden. Ansteckender als die gewöhnliche Grippe. Ja, Mann. Null Tote, auch ja, Mann. Niesensymptom mutiert. Macht nix. I'll take it. Neue unscheinbare Krankheit breitet sich aus. And kills you all soon. Sehr soon. Boom. Jetzt können wir nur noch vor uns hin mutieren. 32 Punkte. Übelkeitssymptom mutiert. Komm schon. Deutschland startet die Arbeit an einem Heilmittel. Das wird euch nicht mehr viel bringen. Lungenentzündung mutiert. Reicht noch nicht. Die reichen Länder, verdammte. So. Ja, Kälteresistenz ist, glaube ich, nicht das Problem. Okay, dann gehen wir auf die Symptome. Und hauen da mal noch ein bisschen was durch. Ausschlag mutiert. Polen schließt die Flughäfen. Ja, too late, Polen, too late. Fiebersymptom. Yo, wir haben sehr viele... Erst der Todesfall in Balkanstaaten. Erbrechen. Lungenödem. Lungenfibrose. Das haben wir schon. Okay, dann das. Yay. Und natürlich nicht zu vergessen, hier. 31 DNA. Immunsuppression, okay. 21 Punkte. Was habe ich gesagt? 31. Abszesse. Great. Great, Abszesse. Juhu. 25% des Heilmittels fertiggestellt. Mehr Tote als durch die Pest. 31, there you go, Nekrose. Ansonsten müssen wir jetzt nur noch gucken, dass wir das Ganze, die Heilung zurückhalten. Globale Forschung richtet Blick auf die Heilung. Systemische Infektion. Mehr Tote als durch die spanische Grippe. Was kostet es? 25, kriegen wir die. VIO3 auf Beobachtungsliste gesetzt. Botswana bei der Heilmittelforschung führend. Die gesamte Menschheit ist infiziert. 54%. Mehr Tote als durch die Pocken. Erbrechensymptom mutiert. Die Heilung steht aber kurz bevor. 25, komm. Gib mir 25 Punkte. Tumoresymptom. 24, 25. There you go. Zurücksetze. Warm. 60%. Vereinigtes Königreich beginnt zu zerfallen. Wir sind sehr tödlich. Wenn wir Glück haben, kommen wir hiermit durch. Was kostet das? 30. Und wir haben 30, alles klar, zurücksetzen, boom. 65%. Anämie-Symptom. Dann haben wir hier nochmal 35 Punkte, kriegen wir die. Bevor das Heilmittel fertig ist. Angola in Anarchie verfallen, das ist immer die letzte Stressphase hier gerade, aber die Heilung wird schon mal langsamer. Und wir haben die 35 Punkte, there you go, boom. 70%, alles klar. Wir haben fast alle getötet. Projektilwürgen, Symptomkombo. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube nicht, dass sie die Heilung noch in irgendeiner Form fertigstellen können. Es sei denn, ich passe nicht auf. Was durchaus passieren könnte manchmal. Hier, komm, raushaue. Ah, Schweiß hätte ich nochmal machen können. US-Präsident erkrankt. Trotz des Zugriffs auf die besten Medikamente ist der Präsident an VIO3 erkrankt. Ist es abzuwarten, ob der Präsident an der Macht bleiben kann? Innere Blutung. Es wird immer besser. I like. Mal ein bisschen beschleunigen hier, weil die Heilung geht definitiv nicht mehr raus. Definitiv nicht mehr.
Es lebt auch kaum noch jemand, also alles gut. Die Liste ist langes und ertrieben, Void, aber thanks. Na komm. 79-80%, die forschen tatsächlich noch, die Noobs. Ich kann jetzt nichts mehr entwickeln, er könnte höchstens nochmal mutieren, dafür leben aber zu wenige. VJ03 wird die Menschheit auslöschen. Natürlich. Lungenfibrose als Normotroph kurz vor Ende. And everybody's dead. Soon. Soon. 5000, 3000, 2000, 1655. In Saudi-Arabien leben die letzten jetzt nicht mehr. Yay! VJ03 hat alles Leben auf der Erde erfolgreich ausgelöscht. Ein Stern, God damn it. Ich hätte schneller sein müssen. Aber das war schon mal brutal. Passt also. Yay!